Hier, jetzt sind wir nicht mehr am Stand von China, sondern am Stand von Hongkong. Das gehört ja auch irgendwie zu China, aber es gibt ja da das Prinzip ein Land, zwei Systeme. Also noch hat Hongkong ein sehr großes Maß an Autonomie innerer und es gibt etwas in Hongkong, was ich auch bis jetzt gerade nicht wusste. Es gibt offenbar eine große Tradition der Waffelbäckerei. Neben mir steht Irene, die hier nach Berlin gekommen ist, um auf der ITB am Hongkong-Stand Waffeln zu machen. Gibt es wirklich, ist das eine lange Tradition in Hongkong, das Waffeln zu backen? Is there a long tradition in Hongkong to make wafers like that? Yeah, I have the 10 years already for my shop in Hong Kong. Yeah, and also the Hong Kong waffle is our Hong Kong traditional food. Okay, so people, also es gibt, sie macht das seit 10 Jahren. Und es gibt offenbar eine lange Tradition. Have been people in Hong Kong doing this for many years? Yes, it's a long time ago. Even though we are in the baby, yeah, our parents buy this for us. Yeah, this food is for Hong Kong. It's really traditional. So I'm running a business, want to make the new generation to develop the new style of the pancake. Yeah. Schon als sie klein war, war das ganz normal, dass Eltern ihren Kindern solche Waffeln gemacht haben. Gibt es da ein spezielles Rezept? Und sie versucht diese Tradition natürlich weiterzuführen, auch zu erneuern. Ist der ein für Hongkong typisches Rezept? Ist der a recipe which is very typical for Hong Kong, which distinguishes the Hong Kong waffles from other ones? I think it's good to the foreigner or the visitor, they like it. So sometimes they like the waffle with the different flavor and then the chocolate flavor. So the tourism is like it so much. Yeah. Also gerade die Touristen suchen sich dann gerne verschiedene Aromen aus. Ja, also zum Beispiel Schokowaffeln oder ähnliches. Und aber die, wie gesagt, die normalen Hongkonger, nur die Kinder oder auch die Erwachsenen essen es. But the normal Hong Kong people, not just the children, but everybody eats it. Yeah, everybody eat it. Even the elder, even the infants, yeah, they like it so much. Yeah. Yeah. Yeah, also vom Baby bis zum Greis, alle mögen diese Waffeln in Hong Kong. And so you've got different kind of cafes also where people can buy that? Yeah, I have the one cafe too. And then also we can sit down and then have the waffle inside the shop. Yeah, with the ice cream, yeah, like the dessert shop, yeah. Sie hat ihr eigenes Café, wo man das kaufen kann und da gibt es dann auch noch Waffeln mit Eiscreme-Füllungen und so weiter, also mit allen Schikanen. Wenn Sie also mal nach Hongkong kommen sollten, dann testen Sie mal die Waffelkultur von Hongkong, die gibt es nämlich auch. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you.